Ja, wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass das geklappt hat, dass wir heute hier zwei absolute Fachkapazitäten zum Thema Bibliotheken und Wikipedia begrüßen dürfen. Mein Name ist Holger Plickert. Ich arbeite bei Wikimedia Deutschland als Projektmanager Kultur und Community und freue mich sehr, dass heute aus Rostock Antje Theise dabei ist, Leiterin der Universitätsbibliothek in Rostock, dort seit 2020 vor Ort. Und begrüße auch sehr herzlich Gereon Kalkuhl, seines Zeichens seit über 10 Jahren ehrenamtlicher Wikipedia-Autor und macht noch viele tolle andere Sachen. Aber damit will ich es auch bewenden lassen. Freue mich sehr, dass ihr da seid. Stage is yours. Unser Thema heute: One Lib, One Ref. Was ist das eigentlich? Warum? Wieso? Das erklären die beiden gleich. Ich gebe gleich mal weiter an Gereon. Ja, hallo, also Gereon Kalkuhl mein Name, ich bin Wikipedia-Autor, das heißt, ich bin einer derjenigen, die die Wikipedia-Artikel schreibt und möchte heute ein bisschen etwas über One Lib, One Ref erzählen und euch One Lib, One Ref oder One Lib, One Ref ein bisschen näher bringen. Und dafür, das hatte der Holger schon gesagt, haben wir die Antje Theise hier. Antje, kannst du dich kurz nochmal vorstellen? Ja, auch von mir ein herzliches Hallo. Ich bin Antje Theise, seit Juni 2020 Direktorin der Universitätsbibliothek Rostock und war vorher über 14 Jahre an der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Habe auch dort schon mit den Kollegen mal One Lib, One Ref mitgemacht und freue mich, ja, hier zu diesem Treffen zusammengekommen zu sein, ein bisschen was darüber zu erzählen und vielleicht andere auch zu motivieren, mitzumachen. Genau. Ja, aber wir haben das Wort fiel jetzt schon so häufig. Was ist One Lib, One Ref überhaupt? Ich weiß, dass es für One Librarian, One Reference steht, also ein Bibliothekarin, ein Bibliothekar und eine Quelle oder ein, wie wir es in der Wikipedia nennen, Einzelnachweis. Aber was ist das überhaupt? Soll ich jetzt erklären? Ja. Okay. One Lib, One Ref oder One Lib, One Ref sagen auch einige, eben weil One Librarian. Das ist eine Kampagne, die ja von Wikimedia gestartet wurde. Wenn ich mich recht erinnere, war das die spanische Wikipedia, so, die diese Aktion 2015 gestartet haben und dann wurde das ja für so toll und gut befunden, dass das inzwischen eine weltweite Aktion ist, seit 2016 eine weltweite Kampagne, wo es darum geht, Bibliothekare, Bibliothekarinnen zu motivieren, die Wikipedia mit zu verbessern und zwar durch ihre Informationskompetenz und indem sie durch ihre Informationskompetenz Artikel oder in Artikeln der Wikipedia Referenzen ergänzen, die dort fehlen. Deshalb One Librarian, One Reference und jede Referenz halt, also die dazu kommt, verbessert eben die Qualität von Wikipedia-Artikeln. Und ja, wofür das gut ist, glaube ich, wissen Genau. wir alle. Genau. Warum wird das überhaupt gemacht? Was bringt das denn? Genau, was bringt das denn? Ich glaube, man kann fast mit Sicherheit sagen, dass fast jeder Wikipedia im Alltag nutzt. Manche beinahe täglich, aber so mindestens einmal in der Woche schaut man doch mal rein, um irgendetwas nachzuschlagen. Kann auch ein paar Zahlen zu nennen, was ich auch sehr beeindruckend finde, dass die deutschsprachige Wikipedia inzwischen 2,5 Millionen Einträge hat, also Artikel hat zu allen möglichen Themen. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Und welche Zahl mich auch sehr beeindruckt hat, dass etwa 500 Millionen Menschen im Monat auf Wikipedia zugreifen auf der Welt. Und dann ist es natürlich auch toll, wenn dort Informationen gelesen werden, dass die auch gut belegt sind, also dass man sich auch darauf verlassen kann, okay, der Wikipedianer, der den Artikel hier oder manchmal mehrere Wikipedianer, die ja hier an einem Artikel geschrieben haben, die wissen auch, wovon sie da reden, die haben da auch Quellen zu, die haben da Literatur zugelesen, und können das dann auch eindeutig belegen, woher sie die Informationen haben.
Und das ist für uns Bibliothekare natürlich auch immer schön, denn auch ich selbst steige oft über die Wikipedia ein zu einem bestimmten Thema und gucke, was für Literatur ist referenziert, um dann darüber weiter zu recherchieren und mich da weiter zu informieren. Und ich denke, diesen Weg bringen wir auch den Studierenden oder auch Schülern in Bibliotheken bei, Wikipedia durch als Einstieg zu nutzen, aber zu schauen, was sind dort für Literaturangaben, was sind dort für Referenzen angegeben, um sich dann auch wirklich mit der Literatur zu beschäftigen, wo die Quellen herkommen. Aus Wikipedia-Sicht sind die Einzelnachweise, die Quellen ganz entscheidend, die sind essentiell. Wikipedia muss erstmal neutral bleiben und alles in Wikipedia muss nachvollziehbar sein. Das heißt, Wikipedia erfindet nichts, sondern zitiert. Wikipedia beschreibt das Wissen der Menschheit, aber das Wissen, was irgendwo niedergeschrieben wurde. Und das ist immer ganz wichtig. Jetzt gibt es in der Wikipedia noch Lücken oder Leute haben was geschrieben, ohne zu sagen, woher es kommt. Und dafür benutzen wir Einzelnachweise, Quellenangaben. Und wer sitzt jetzt besser an den Quellen als ein Bibliothekar oder eine Bibliothekarin? Das ist also für Wikipedia sehr wichtig, aber auch für Bibliothekare eine schöne Sache. Wer kann denn da alles mitmachen? Da kann jeder Bibliothekar mitmachen. Also das oder Bibliotheksmitarbeiter. Genau, jeder Bibliotheksmitarbeiter, der Lust so hat, kann da mitmachen. Ist natürlich so, dass es auch bestimmte Bereiche gibt, die natürlich sehr, sehr viel mit Informationsvermittlung zu tun haben. Die sogenannten Informationsbibliothekare, ja, also die auch viele Recherchen durchführen, die sind natürlich prädestiniert dafür. Aber auch gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Katalogisierung, die Bücher vor der Nase haben, ja, und auch, und dann ist es natürlich auch so, wir sind alle Individualisten, jeder hat seine eigenen Interessen. Und warum sollte dann auch nicht gerade bei den Bibliothekarinnen und Bibliothekaren, die auch ihre Interessen verfolgen und schauen, okay, ich interessiere mich für eine bestimmte Sportart oder fürs Angeln oder irgendwas und da fehlt noch was im Artikel und ich habe genau das richtige Angelbuch hier vor der Nase und kann das dort zitieren, was da noch fehlt oder kann das dort noch referenzieren. So. Und insofern, und die Bibliothekarinnen und Bibliothekare haben natürlich den Vorteil, dass sie an der Quelle sitzen und schnell an die Bücher kommen. Informationen kommen. Und dann auch schnell mal nachbeacht, auf der Seite stand das da oder hier wird was zu Platon oder zu Seneca irgendwie was geschrieben und irgendein Zitat gegeben und das ist nicht referenziert. Und ich weiß aber ganz genau, wo ich dann nachgucken muss, in welchem Buch und kann das dann entsprechend referenzieren. Aber es ist glaube ich, gar nicht so schwierig. Es ist recht einfach. Aber es muss sich trotzdem die Frage stellen, wie macht man das überhaupt? Wie kann man da diese Einzelnachweise in die Wikipedia reinbringen? Kannst du da kurz was zu sagen? Ja, also man muss nicht mal angemeldet sein in der Wikipedia, also man muss kein Wikipedianer sein, um das zu können. Man muss sich auch nicht anmelden. Es gibt von Wikipedia eine tolle Seite, die das auch erklärt. Und man geht tatsächlich in den Text hinein. Man hat dort einen Bearbeitungsmodus, steht auch überall über die Abschnitte bearbeiten. Ja, da klickt man rauf, dann kommt man in so einen Bearbeitungsmodus und kann dort direkt an der Stelle eine Fußnote hinsetzen, wo man meint, hier fehlt noch ein Beleg für diese Information, für diese Textstelle. Und dann hat Wikipedia ein schönes Formular vorbereitet, ja, wo man dann Autor oder Herausgeber, Titel, Seite, alles eintragen kann. Also das ist sehr gut vorbereitet. Und dann kann man das veröffentlichen und bei der Veröffentlichung wird auch nochmal gefragt, ob das alles so richtig ist, ob das so aussehen soll in der Form und dann kann man auch noch dazu schreiben,
diesen Hashtag OneLibOneRef, ja, damit wir das auch zählen können, so ein bisschen statistisch auch nachweisen können, wie viele Belege von Bibliothekaren in der Wikipedia dort eingebracht werden. Und dann schickt man es ab. Dann wird es veröffentlicht. Sind also eigentlich sind es nur ein paar Klicks. Und es ist ja, genau. Das kann eigentlich jeder machen. Das heißt, man muss kein Computerprogrammierer sein oder sich damit wirklich auskennen. Ist ganz einfach. Du hast ja in der Vergangenheit schon mal eine OneLibOneRef-Kampagne mitgemacht, glaube ich, ne? Kannst du da mal Beispiele geben, wie das so abgelaufen ist? Ja, also ich hatte das mal versucht, in 2017 war das, in der Stabi Hamburg an die Mitarbeiter zu vermitteln. Nun muss ich dazu sagen, dass es oder sich unter den Bibliothekaren und Bibliothekaren natürlich auch immer Wikipedianer finden lassen. Das ist ganz schön. Stabi sind die, auch in Rostock so, habe ich mich gefreut. Stabi sind die Bücherhallen, oder? Wie bitte? Sind das die Bücherhallen oder was ist das in Hamburg? Nee, das ist die Staats- und Universitätsbibliothek. Ach so, Hamburg, die wissenschaftliche Bibliothek, genau. Okay, ja. Und ja, da hatten wir mit Uwe Roberter vom Wikipedia-Kontor in Hamburg auch eine Veranstaltung gemacht, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort einzuführen. Und dann haben die Mitarbeiter losgelegt. Also auch einfach für mich war es zu dem Zeitpunkt auch wichtig, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überhaupt auch auf die Wikimedia-Projekte insgesamt aufmerksam zu machen. Ja, zu zeigen, was da alles möglich ist, um die Bibliothek auch nach außen sichtbarer zu machen, dass die mehr wahrgenommen wird und dass auch die Qualitäten von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren mehr wahrgenommen werden. Ja, nicht über dieses verstaubte Image von wegen, da werden Bücher aus dem Regal geholt und über die Theke geschoben. Ja, dass das nicht irgendein Bestellladen ist, sondern dass da viele, viele Dinge auch im Hintergrund passieren, damit wir der Wissenschaft, Forschung, Wissenschaft, Studierenden, ja, und der Öffentlichkeit insgesamt auch die Literatur und Informationen bereitstellen können, dass da viel, viel mehr läuft. Das war für mich eigentlich so wichtig und dass sie so ein bisschen die Hemmschwelle verlieren, wenn sie mal was entdecken, in Wikipedia eine Änderung vorzunehmen, weil sie sich ja nicht registrieren brauchen. Sie können schnell eine Änderung vornehmen. Und da sind jetzt keine großen Zahlen entstanden, ja, dass ich jetzt sage, wir haben so und so viele 100 Referenzen in den 2 Wochen geschafft. Ich bin gespannt, wie das jetzt in Rostock läuft. Wir haben am Montag begonnen, auch wieder mit Uwe Rohwetter, mit einer Einführungsveranstaltung und sind alle ganz motiviert. Da mache ich das diesmal ein bisschen anders. Ich begleite die ein bisschen mehr. Wir werden uns heute auch nochmal treffen und nächste Woche nochmal treffen, um so ein bisschen Austausch zu machen auch. Es ist gut gelaufen, sind alle klargekommen. Das hatte ich damals in Hamburg zum Beispiel nicht gemacht. Man versucht ja auch immer, das zu optimieren. Eine Frage, Gerion? Nee, alles gut. ja, also wie man sieht, ist es recht einfach und es bringt einem was. Es bringt der Wikipedia was und es macht, glaube ich, auch Spaß, oder? Ja, also ich finde, das macht Spaß. Ich mag ja total diesen Citation Hunt, den habe ich noch gar nicht erwähnt. Es gibt ja auch die Möglichkeit, über diesen sogenannten Citation Hunt Artikel zu suchen, die noch keine Belege haben oder zu wenig Belege. Und auch eine beeindruckende Zahl, dass eben mittlerweile über 40.000 Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia ermittelt wurden, die nicht ausreichend Belege haben. Und wahrscheinlich ist die Dunkelziffer viel höher noch. Deshalb habe ich auch zu meinen Kolleginnen und Kollegen hier gesagt, sie können natürlich nach ihren Interessen gehen und wenn sie irgendwo feststellen, da fehlt was, können sie das ergänzen. Aber es ist natürlich auch lustig, diesen Citation Hunt zu nutzen und da zu gucken, also ich hatte jetzt mal Stichwort Mecklenburg eingegeben und da zu gucken, in wie viele Artikel doch da sind, wo noch Belege fehlen. Ja, und das macht Spaß. Ja, ich finde, das hat wirklich so einen Suchtfaktor, diesen Citation Hunt, da sich Artikel rauszusuchen. Genau. OneLibOneRef startet ja jedes Jahr zur gleichen Zeit. Ich glaube, was ist das, der 15. Januar? Mhm. Ja. Und läuft dann für ein paar Monate. Ne? Genau. Ja, erstmal für 2 Wochen. Erstmal für 2 Wochen, ja. Genau. Dann könnte eigentlich jeder loslegen. Und wenn Fragen zu OneLibOneRef ist, kann man sich immer an die Wikipedia-Hilfeseiten wenden.
Die OneLib, OneRef Hilfeseite hat auch eine Diskussionsseite, wo man auch immer Fragen stellen kann. Und ich denke, meine und Holgers Kontaktdaten werden wir ja auch noch einblenden, dass man sich an uns wenden kann. Dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich für die kleine Einführung in OneLib, OneRef bedanken. Ich denke, dass wir doch einige Fragen beantworten konnten und wünsche allen sehr viel Spaß dabei. Ja, das wünsche ich auch. Danke, tschüss. Auch von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank. Es war sehr, sehr spannend und wir werden auf alle Fälle am Schluss natürlich auch noch Kontaktadressen einblenden. Wir werden auch nochmal die Seite verlinken und ich wünsche auch allen sehr, sehr viel Spaß. Es kommt tatsächlich wirklich auf jeden Einzelnen, auf jede Einzelne an, dabei mitzuwirken, um unsere Enzyklopädie ein kleines bisschen besser zu machen. Vielen Dank dafür. Bleiben Sie alle gesund da draußen.